Hallo, was machen Sachen? Wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, gibt es heute ein Tutorial über die Seite Redbubble. Das ist eine Seite, wo man seine Designs als Prints auf verschiedenen Sachen verkaufen kann. Wie zum Beispiel das T-Shirt. Deswegen steht da oben auch Werbung, weil ich meinen eigenen Print anhabe. Sagt, wie das alles funktioniert, werde ich mit euch nach und nach jetzt durchgehen. Ich persönlich nutze halt Redbubble, weil sich die Seite für mich rentiert hat. Was ich euch zeige, funktioniert so in etwa auch für die anderen Seiten, jetzt Purcher, Teespring etc. Die sind alle ein bisschen ähnlich aufgebaut, nur das Layout ist anders und eventuell auch die Sachen, die dort verkauft werden, sind ein bisschen unterschiedlicher. Wir werden nach und nach alles kurz durchgehen. So, ich würde sagen, fangen wir an. Wir fangen am Anfang an mit der Startseite. Das ist die Seite, die ihr wahrscheinlich auch sehen werdet, wenn ihr die Seite das erste Mal öffnet. Ihr könnt euch hier oben halt einloggen oder registrieren. Ihr solltet euch, wenn ihr was verkaufen wollt, natürlich registrieren und einloggen. Ihr könnt das halt ja, verkaufen. Gibt es hier noch ein paar Informationen zum Nachlesen für euch, wenn ihr dann lesen möchtet. Wie halt das alles so gemanagt wird, darüber werde ich jetzt nicht reden. Dafür wird das Video dann doch zu lang. Ihr könnt das ja alles selber euch nachlesen. Auch später dann auf der Seite lässt sich alles nochmal einzeln nachlesen. Dann leg los, es kostet nichts. Dann könnt ihr euch halt anmelden, registrieren. Am Anfang braucht ihr halt wirklich nur E-Mail, Benutzername und Passwort, den dürft ihr euch aussuchen. Ich habe ja schon einen Shop, ich melde mich kurz bei meinen eigenen an und dann geht's weiter. So, wir haben uns erfolgreich angemeldet, registriert etc. Und wir sehen schon gleich verschiedene Prints. Hier oben wird halt einmal direkt angezeigt, was als letztes von dir angeschaut wurde und dann halt verschiedene Auswahlen, die dich eventuell interessieren, gucken, basierend auf dem, was du schon vorher gesucht hast. Was ich halt generell als erstes machen würde, wenn ich eine neue Seite mir erstelle, besuche etc., ist einmal, wir gehen aufs Dashboard. Das würde ich auch generell immer mal besuchen, hier gibt es immer Neuerungen etc., wird einem auch viel erklärt. Sagt halt, falls Neuerungen gibt, hier jetzt kann man die Kollektion vorstellen. Man kann sich eine Kollektion raussuchen, die man auf seinem Shop präsentiert haben möchte, die im Vordergrund steht. Wie gesagt, hier gibt es auch verschiedene Statistiken, sollte alles zum Nachlesen. Auch könnt ihr hier an der Seite alles nachlesen, was ihr wissen wollt. Was ihr machen solltet am Anfang, ist hier Kontoeinstellung vervollständigen, aber das sollte jeder für sich hinkriegen. Profil hat sich ja jeder irgendwo mal gemacht. Was halt wichtig ist hier bei den Zahlungssachen. Was halt wichtig ist, wenn ihr eine solche Seite benutzt, wenn ihr generell Geld verdienen möchtet, müsst ihr das anmelden. Ich bin jetzt leider kein Fachmann dafür. Macht euch am besten selber schlau, was ihr machen könnt, ist einmal selbst einfach zum Finanzamt gehen, danach fragen, was für dich selber sinnvoll ist, die können einem da weiterhelfen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so die Fachfrau dafür, ich weiß, was ich machen muss als Künstler. Ich habe mich als Freelancer angemeldet oder halt Freiarbeiter im Deutsch. Wie gesagt, was für euch Zugriff müsst ihr halt selbst mal in Erfahrung bringen, aber es muss halt im Finanzamt gemeldet werden, dass ihr eventuell Geld verdienen wollt. Ist halt so, in Deutschland muss alles gemeldet sein. Macht ja irgendwo auch Sinn. Ich will es halt vorher nur gesagt haben, weil es halt leider nicht vielen klar ist. Es ist auch selten ein Thema, was einem so gesagt wird, wenn ihr irgendwie, irgendwo irgendwas verdient an Geld und ihr seid nicht in einem normalen Berufsverhältnis. Ihr müsst das ja dem Finanzamt Bescheid sagen. In welcher Form, es gibt ja verschiedene Formen, müsst ihr halt für euch selbst herausfinden. Ich möchte auch kein falsches, ja, ich möchte auch keine falsche Information geben, deswegen guckt, was für eure Situation am besten passt. Da dieses Jahr im Hashtag gemeinsam YouTube mehr jetzt auf die Richtung YouTube geht, macht es vielleicht Sinn, sich bei Merch, wenn ein bisschen Kanal ein bisschen größer ist, halt wirklich das Gewerbe anzumelden. Man könnte dann halt ja, Sachen wie dann Affiliate-Links etc. oder halt Partnerschaften, über die man bezahlt wird, mit da reinkriegen. Das müsste dann halt alles gemeldet werden. Wir schweifen aber halt gerade ein bisschen ab. Wie gesagt, es sollte ja eigentlich um die Seite Redbubble gehen und nicht um so Gesetzesgedöns, weil ja, es ist auch nicht so mein Thema. Ich muss mich dann auch immer selbst zigmal durchlesen. So, wir haben unsere Einstellung jetzt erstmal getroffen. Jetzt können wir unseren Shop ja, erstellen, bewirtschaften etc.
Das Schöne an diesen Shops wie Redbubble, Teespring, TeePublic und wie sie alle heißen, ist halt das Schöne. Die Shops an sich kosten einem kein Geld. Man lädt halt ein Design hoch, es wird über die Seite verkauft. Leute kümmern sich darum, dass Sachen bedruckt werden, verschickt werden etc. Dafür kriegt man aber verhältnismäßig eine sehr geringe Marge erst nur ab. Man kriegt, je nachdem wie man es auch einstellt, man kann die natürlich verändern. Wird dann halt im Preis wiedergespiegelt. Standardmäßig sind es 20%. Sie sagt aber, dafür habt ihr halt keine Kosten, ihr müsst keine T-Shirts kaufen, ihr müsst die Dinger nicht herstellen. Es wird sich um alles gekümmert. Das Einzige, was ihr machen müsst, was ich euch dann auch gleich zeigen werde, ihr ladet was hoch, guckt, wie ihr das ja, präsentiert. Und halt etwas Marketing in der Hinsicht wäre nicht schlecht, weil ja, muss ja jeder wissen, dass ihr sowas habt. Diese Shops finde ich halt sind eine gute Sache, um einfach mal reinzukommen, wenn man halt noch unerfahren ist, wenn man noch keine große Fanbase hat, egal sei es jetzt Designer, Illustrator, auch Fotografen oder halt für YouTube-Merch oder etc. Sind diese Seite halt sehr praktisch, weil man halt, ja, man kann halt etwas anbieten, man hat aber keine anderen Kosten und halt auch keinen anderen Aufwand, dieses zu erstellen, ist gerade für den Anfang doch, finde ich, eine gute Sache. Später, wenn man eine größere Fanbase hat und auch etwas Spezielleres anbieten will, lohnt es sich dann später zu wechseln auf andere Anbieter, die halt speziellere Sachen herstellen, die irgendwas sticken etc. Aber für den Anfang ist das echt eine super Lösung. Aufbauen kann man immer, man muss irgendwo anfangen. Wie auch gesagt, funktionieren die meisten Seiten ähnlich. Nee. Ich habe jetzt für die Seite Redbubble entschieden, ich hatte mehrere Seiten laufen. Ich mag zu einem die Qualität, ich bestelle selbst halt fleißig bei Redbubble größtenteils mein eigenes Zeug, weil ich mag es halt einfach, weil ja, ist auch schön, wenn man seine eigenen Sachen tragen kann. Seit ich mag die Qualität, auch hat sich das Redbubble für mich mehr gelohnt als andere Shops. Daher, ich bin ein Fan von der Seite, deswegen zeige ich euch diese Seite. Aber ihr könnt auch das, was ich euch zeige, mal auch problemlos bei anderen Seiten nutzen. Das Aufbau ist überall der gleiche, nur das Layout ist anders, wenn man so will. So im Groben tun die irgendwie irgendwo ziemlich ähnlich das Gleiche. So, und dann kommen wir jetzt doch mal zu dem eigentlichen Thema. Wir wollen ein Design hochladen. Geht hier ganz einfach. Ihr klickt auf euer Icon und dann, welcher Knopf ist es wohl? Design hinzufügen. Hier gibt es zwei Versionen. Einmal halt für alle Produkte hochladen und halt ein Design kopieren. Ich werde euch beides zeigen. Ich habe zwei Sachen vorbereitet. Fangen wir mit dem hier an, weil dafür brauchen wir eine Datei, die wir kopieren wollen. Ihr seht, ich habe hier zweimal komplett ziemlich gleiches Design. Ist auch wichtig, wenn ihr das benutzt, dass die vom Aufbau so ähnlich sind von der Größe her. Generell Größe, je nachdem, auf was ihr es drucken wollt. Wollt ihr die Sachen nur auf Tassen, Sticker etc., also auf kleine Sachen drucken, reicht es, wenn die Datei so um die 2000 auf 2000 Pixel ist. Wolltet ihr auf T-Shirts, Decken etc. drucken, sollten die mindestens 4000 auf 4000 haben, gerne auch größer, sonst funktioniert der Druck nicht. Ihr werdet das auch auf der Seite dann sehen, es wird dann einfach angezeigt, ja, deine Datei ist nicht viel größer, die ist dann halt nur so. Lässt sich auch nicht strecken, also ihr kriegt nur die Pixel, die ihr auch als Datei habt, ihr kriegt hier nichts gestreckt. Was ich auch gut finde, weil dann geht Qualität, sonst geht Qualität immer verloren. So, dann müssen wir unserer Kreation einen Namen geben. Wie sagst du kein W? Sehr schön auch hier, man hat einen internationalen Anbieter in verschiedenen Sprachen, gerade für Designer, Fotografen etc. eine schöne Sache. Für YouTube-Merch jetzt weniger interessant, weil man da meist auf seiner eigenen Sprache bleibt. Mehr Vorteil haben halt die englischen Leute, ist mit mehr gesprochen. Hier auch Tags. Es ist wichtig, nutzt Tags. Tags ist das, was die Leute in die Suchleiste eingeben. Falls jetzt, gibt so viele Tags ein, die, wie nur geht, die irgendwas in die Richtung mit dem Bild zu tun haben. Mehr ist wirklich besser, also schreibt nin, was geht. Und da wir im Deutsch sind, schreibt es klein, schreibt es groß. Umso mehr ihr da stehen habt, umso mehr können die Leute finden. Es wird halt in Suchanfragen auch auf Text geachtet. Deswegen, wenn jetzt nicht jemand nach Wolke suchen würde, aber wird nach Blau suchen. Warum auch immer. Bei Blau würde auch die Wolke finden, weil es in den Text steht. Umso mehr da drin steht, umso schneller werdet ihr gefunden.
Also schreibt rein, was auch immer ein guter Tipp ist. Leute googeln gerne, also Leute suchen gerne halt Leute suchen gerne das Produkt, auf was sie es haben möchten. Was jetzt bei Redbubble jetzt ein bisschen blöd ist, dass du weniger suchen kannst. Aber wenn ich es in den Text drin habe, was weiß ich, jemand sucht nach einer Tasse. Leute gibt halt ein, ja, er möchte. Leute suchen halt oft Herztasse, weil sie halt spezifisch was auf einer Tasse haben wollen. Sind sich aber nicht bewusst, dass Redbubble nicht Tasse mit der Tasse an sich verbindet, sondern das in den Text sucht. Sowas solltet ihr halt irgendwann bedenken, dass ihr das Produkt, das ihr, auf das ihr das druckt, auch einfach mit reinschreibt. So, das sollte fürs Erste reichen. Auch Beschreibung würde ich immer hinzufügen. Die Beschreibung funktioniert teilweise auch als Tags. Sachen, die ihr in der Beschreibung drin habt, werden auch gesucht. Nicht so stark wie Tags, aber es wird danach gesucht. Deswegen schreibt immer irgendwas dazu. Umso mehr ihr schreibt, umso eher werdet ihr gefunden. So einfach ist das Spiel. Wie bei YouTube. Mit den Tags werdet ihr gefunden. Alles, was irgendwie gesucht wird, wird mit den Tags abgeglichen. Wir können hier aussuchen, ob wir eine bestimmte Farbe als Hintergrund haben möchten. Bei der Wolke lasse ich es jetzt einfach mal weiß. Und dann gehen wir jetzt halt einfach mal kurz die Produkte durch. Bei den T-Shirts einfach alles ankreuzen. Es wird immer auf die Kindermode standardmäßig nicht angezeigt. Mal gerade so eine Wolke passt auch super auf Kindermode. Und dann dürft ihr halt frei entscheiden, wie wollt ihr euer Produkt in dem vorgegebenen Raum platzieren. Und halt, umso mehr Produkte ihr anbietet, umso eher verkauft ihr etwas. Auch wenn ihr persönlich irgendeine Sache nicht holen möchtet oder euch nicht kaufen werdet, es gibt bestimmt mindestens 10 Personen, die genau dieses Ding so haben wollen. Was man machen kann, gerade bei so großflächigen Sachen, ist hier die Musterfunktion. So, oder ich bevorzuge lieber das hier. Und dann hat man einfach so ein komplettes Muster. Ja, ein bisschen kleiner, so ist gut. Hier mache ich aber dann doch mal einen anderen Hintergrund dazu. So ein bisschen. Geht ihr jetzt halt Produkt für Produkt einfach durch. Ja, wie gesagt, es gibt auch viele Sachen, die interessant für Fotografen sind, wo sich Fotos auch richtig gut machen. So Druckkarten, Posters etc. sind auch super für Fotografien. Laptop-Taschen etc. Ihr könnt da auch Fotos drauf machen, wenn ihr irgendwie als Fotograf irgendwas Schönes fotografiert habt, lässt er sich auch hier super mit einarbeiten. Ist mal was anderes. Dann können wir das hier noch als Genre einteilen. Na, Zeichnung, Malerei. Digitale Kunst und Zeichnung. Meins ist ja gezeichnet. Man kann halt sich die Kollektion, die man hat, aussuchen. So, wie man die Kollektion erstellt, zeige ich dann auch euch. Und wie man halt auch nachträglich Sachen einsortiert. Wer möchte, kann Gruppen beitreten. Meine Erfahrungen aus bringen die nichts. Ich bin auch in ein paar drinnen, einfach nur, weil ich zu faul bin, die zu löschen. Aber ich hatte jetzt über solche Gruppen keinen großen Zugriff gefunden. Dann halt eingeben, das ist öffentlich oder nur privat. So. Ist halt auch praktisch, wenn man Sachen macht für nur sich selber, die man halt nicht verkaufen möchte, weil man, was weiß ich, seinem Freund, Freundin irgendwas schenken möchte, sein Gesicht auf einer Tasse oder so, dann kann man sagen, okay, das biete ich jetzt nur privat an, damit ich mir alleine nur das kaufen kann. Ja. Dann halt ist er für Erwachsene. Nö. Und hier, ja, ich habe die Rechte an diesem Produkt und so weiter und so fort. Es gibt auch Sachen, Redbubble arbeitet mit ein paar Firmen zusammen, auf die man dann Fanart anmelden kann, wie zum Beispiel Adventure Time, da habe ich auch ein paar Sachen drauf, die ist dann mit Zusammenarbeit mit Nickelodeon Studios halt erstellt. Da könnt ihr euch aber auch selber schnau lesen, das ist jetzt nicht so das Thema. Existiert aber, ihr könnt über Redbubble offiziell verschiedenes Fanart anbieten und verkaufen. Und auch kaufen. Das ist dann halt original Fanart. Falls ihr das Design später noch bearbeiten möchtet, weil ihr irgendwas ändern möchtet, es lässt sich auch problemlos nachträglich nochmal bearbeiten. Falls, was weiß ich, neues Produkt etc. dazugekommen ist, lässt sich nachträglich alles machen. So, gehen wir halt auf neues Design hinzufügen. Jetzt benutzen wir hier eine Kopie erstellen. Suchen uns aus, welches Format quasi unsere Kopie hat, wenn man halt ähnliche Bilder hat, von ähnlichen Größe. Ich weiß halt, das hier ist halt genau das
hat genau die gleichen Ausmaße oder ähnliche Ausmaße wie das, was ich hochladen möchte. Ich möchte das nehmen. Man sollte halt darauf achten, dass die Ausmaße, wenn man halt ein quadratisches hat, dass man dann halt auch ein quadratisches drauf macht. Ansonsten muss man dann doch wieder selber viel bearbeiten. Dann gehen wir auf Kopieren. Dann haben wir Kopie von. Kopie von schreibt. Hallo. Kopie von machen wir weg. Und das ist kein. Das ist eine Wolke. Den hier hatte ich. Das kann ja alles so ziemlich das gleiche bleiben. Wie gesagt, es ist ja fast das gleiche Bild. Ich habe halt ein UFO. Alle Bilder ersetzen. Öffnen. So, Upload komplett. Jetzt schauen wir, ob alles funktioniert hat. Generell solltet ihr immer kontrollieren, weil auch Computer machen Fehler. Aber es hat alles schön brav übernommen. Jetzt haben uns eine Menge Arbeit erspart. Hier auch alles übernommen. Nur den Haken müssen wir setzen. Hier ist ein Speicher. So, und schon schnell geht's. Wenn man schon mal was oben hat, kann man ganz simpel und einfach ganz viel hochladen. Und schon haben wir zwei Produkte oben. Fürs erste haben wir etwas länger gebraucht, weil wir alles einzeln einstellen müssen. Fürs zweite ging es schneller. Man muss nur gucken, passt, passt, okay, nichts ändern, hochladen. Und den Haken setzen. Das müssen wir. Jeder muss sich absichern, so sind wir die Bösen und nicht für Trouble. So, jetzt gehen wir nochmal über Dashboard. Nee, doch. Jetzt gehen wir nochmal auf unsere Seite zurück. Wir wollen ja Kollektionen erstellen, dass wir das alles sortieren, dass unsere Leute uns leichter finden. Dann gehen wir auf Portfolio verwalten. Das hat sich ja geändert. Das ist jetzt unter Portfolio verwalten. Sorry für die kurze Verwirrung. Ich war selbst verwirrt, weil es vorher anders war. So. Kollektionen sind die Kollektionen, die wir schon erstellt haben. Um eine Kollektion erstmal zu erstellen, müssen wir hier drauf gehen. Wir markieren uns mindestens ein Ding. Gehen auf Kollektion. Wir können eine neue erstellen oder sie zuordnen. Ja. Und so können wir Kollektionen erstellen. So einfach ist es. So, ihr habt ja eures Design jetzt hochgeladen, erstellt. Ihr möchtet ja auch, dass eure Fans mitkriegen, da ist hier was Neues. Oder ist hier generell überhaupt irgendwas. Wir können entweder unter Ansehen oder unter Promote einmal diese beiden Links teilen. Ich persönlich nutze immer den Ansehen-Link gerne. Das finde ich eigentlich schöner. Der Promote tut es aber halt genauso. So, das gleiche gilt natürlich auch für eure Shop-Seite, die Startseite, indem ihr halt einfach hier den Link, den Pfeil drückt, Link kopiert, das ist einfach der Link zu eurer Shop-Seite. Auch lohnt es sich mal hier unten vorbeizuschauen, da gibt es halt auch viel Information, wie jetzt halt die Sache mit den Fanarts, welche Serien sind dabei, wie sind die Regeln etc. Design Tools unter dem Punkt Teile dein Design. Habt ihr einmal ja, Produktfotos, aber hier gibt es auch Vorlagen zum Runterladen für Photoshop, wo ihr dann halt euer Bild einfügen könnt. Ist auch mal eine lustige Idee. Hier so eine nette Dame mit einer Axt oder hier so ein Lebkuchenmännchen. Die Bilder sind alle gratis auch von Redbubble zur Verfügung gestellt, wo ihr eure Sachen einfügen könnt und halt Werbung damit schalten könnt. Wie gesagt, das sind halt Photoshop-Vorlagen. Es ist vorgegeben, aha, da kommt ein Bild rein, in diesen Ordner musst du es ablegen und dann ist das Blöb auf dem Kissen, auf dem T-Shirt oder was weiß ich. Wie gesagt, ist auch eine nette Idee, wenn man halt einfach mal was anderes haben möchte, wie dieses einfach nur Produkt da. Ich habe mein Produkt auf irgendwas anderes draufgeklebt. Am besten natürlich, ihr tragt es an euch selber. Habt ihr einmal ja, ein tolles T-Shirt und ihr habt eure eigene Sache als Werbung. Ist eine gute Sache für euch. Während ihr kriegt halt tolle Klamotten und habt Werbung für euch selber. Aber ich kann euch ja mal zwei, drei Dinge zeigen, die ich so gebastelt habe aus meinen Dingern, wenn ich die noch finde. So, das soll es dann auch für das Tutorial gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ihr habt noch einen schönen Tag. Tschüss! Thank you.